Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch endlich die Tomaten einpflanzen. Das Wetter ist schön, Gott sei Dank, nach ewigen Zeiten. Und die Tomaten, wie man hier überall schön sehen kann, die müssen auf jeden Fall raus. Hier bin ich auch schon angefangen, aber ich zeige euch das natürlich auch mal kurz. Also wenn ihr hier so eine Pflanze habt, dann seht ihr hier unten, diese kleinen Blättchen, das kann alles ab. Auch dieses Zeugs kann alles ab. Also die, alles, was so, dies kann ab. Vorsichtig abknipsen. Gut geht das, wenn man erst nach oben und knipst und dann knickt sich das schon so ein bisschen. Also schön abknicken. Später könnt ihr auch ruhig noch ein bisschen was runter, umso besser ist halt auch der Wuchs und die Ernte natürlich. So, wenn ihr das gemacht habt, sieht das ungefähr so aus. Dann Löchchen buddeln, klar. Hier haben wir das Löchlein, Wasser rein, kräftig Wasser rein. Na, die Pflanzen rein. So, und dann ist ganz wichtig, auch gut andrücken, klar, Erde, Erde, Erde. Wenn, was zum Beispiel jetzt hier der Fall ist, dass Erde auch über den Winter und so abgesackt ist, dann grabt ihr die ein, so wie hier jetzt, ne? Nochmal ein bisschen angießen. Und dann füllt ihr hinterher, so wie hier, das Ganze ein bisschen mit Erde nochmal auf. Und drückt das natürlich auch gut an. So, umso kräftiger werden die Wurzeln und umso kräftiger wird die Pflanze und umso besser ist der Ernteertrag. Ja, das so erstmal zum Pflanzen. Dann solche Sachen hier, wenn ihr Blätter abgeknipst habt, nie im Beet liegen lassen. Das ist nicht gut. Das kann für einen Pilz sorgen. Den wollt ihr natürlich nicht haben, weil dann ist auch nicht mehr viel mit Ernte. Dann werden die Blätter gelb. Der Ertrag ist dann auch nur noch mager. Also immer alles, solche, diese Blättchen, die ihr jetzt abgeknipst habt, alle raus aus dem Beet. So. Und zum Thema Brennnesseljauche möchte ich euch sagen, also heute erstmal pflanzen. Und die dann auch erstmal in Ruhe lassen, so ich sag mal so 1-2 Tage auf jeden Fall. Und dann kann man auch so langsam anfangen mit der Brennnesseljauche, die anzumischen und damit zu düngen. Das können die dann jetzt auch sehr gut haben, aber nicht direkt am ersten Tag, denn der Schock jetzt mit der Pflanzerei, der reicht jetzt erstmal den Pflänzchen. Die müssen jetzt erstmal ankommen und dann würde ich sagen, so morgen, übermorgen auf jeden Fall könnt ihr dann die Pflanzen mit Brennnesseljauche angießen. Ja, das war es jetzt erstmal so zum Thema Tomaten. Das geht eigentlich alles auch recht zügig. Ich werde euch dann auch direkt nochmal zeigen, wie ihr die hochbindet. Wenn die jetzt so langsam wachsen und eine Rankhilfe benötigen, das ist aber auch kein Thema. Wichtig ist, dass ihr so lange, wenn ihr ein Tomatenhaus habt, solange das klein ist, auf jeden Fall schon mal so alle 30, 40 cm einen Nagel oben in die, so wie hier, in das Holz reinhaut, dass man dann von A nach B, ich zeige es mal durch, spannen kann, Bänder spannen kann, um daran dann die Rankhilfen festzumachen. Dann hat man nicht so viel Kuddelmuddel hier im Beet. Ja, das war es jetzt erstmal mit den Tomatenpflanzen. Alles andere kommt in den nächsten Tagen auch. Dann sage ich erstmal viel Spaß beim Machen. Wenn ihr Fragen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ansonsten dürft ihr natürlich den Kanal gern abonnieren. Ihr könnt mir ein Like da lassen und die Glocke drücken. Und ich glaube, das war es dann auch, was man so machen kann mit so einem Kanal. Ja, da freue ich mich natürlich riesig. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen endlich wunderschönen sonnigen Tag und hoffe, dass es endlich soweit bleibt, dass wir zumindest endlich mal Sonne haben und einiges jetzt auch mal besser wachsen kann.
Kann ich euch ja auch mal kurz zeigen, das sind die Gürkchen, die haben so schwer gelitten, dass ich gar nicht weiß, ob die das überhaupt noch schaffen und überleben. Also das wollte ich euch mal kurz zeigen. Die haben komplett irgendwie den Geist aufgegeben. Also da muss ich mir noch was überlegen. Entweder muss ich dieses Jahr welche dazu kaufen oder ja, ich lasse sie erstmal drin und schau mal, was draus wird. Aber ja, es ist halt durch den vielen Regen und wenig Sonne und viel Kälte ein Drama für die armen Gurken. Ne? So, ja, das war's jetzt aber. Alles klar. Bis bald. Tschüss.